Ja, hallo und herzlich willkommen, meine kleinen Ork-Crew-Anhänger. Ah, oh, wir sind drei Leute. Sagen wir doch mal nett Hallo. Hallo. So, genau. Muss ja fröhlich sein und nett und höflich. Wir wollen ja jetzt mal gucken. Ich habe, ja, Inventar ist frei. Ich brauche noch eine Spitzhacke. Sollte ich vielleicht erwähnen. Wo habe ich es denn? Hier habe ich es nicht. Ich habe ein bisschen Redstone und Gold. Das liegt daran, ich war eigentlich kurz online. Der Loki hatte was, bin dann kurz zum Loki hin. Wollte eigentlich nicht aufnehmen, wollte nur kurz zu ihm hinlatschen. Und ja, der war gerade wohl in der Höhle und da war dann ein bisschen Redstone, ein bisschen Gold. Und dann habe ich das kurz abgebaut und tja, haben wir halt bloß leider nicht mit aufgenommen. Aber es hat auch noch nicht genug für irgendwas. So, ich brauche auf jeden Fall noch eine Spitzhacke. Ja, achso, Holz wäre auch nicht schlecht. Holz wäre auch noch ganz gut. Habe ich das hier hingepackt oder wo habe ich denn mein Holz hingepackt? Habe ich das da? Ja, hier. Achso, halt, warte. Nee, das will ich jetzt nicht nehmen. Ach komm, wir nehmen jetzt hier von die Hälfte. Ich habe sowieso, halt, ich habe gesehen, ich habe da Stöcker. Haha, ist ja noch besser. So, das Einzige, was ich benötige im Moment. Das haben wir. So, ich glaube, dann sind wir ganz gut gerüstet. Und schauen nochmal direkt nach, was denn da drin passiert. Uhrzeittechnisch sieht es noch nicht so Bombe aus. Scheint bald Nacht zu werden. Ich denke mal, die anderen werden uns dann rechtzeitig dran erinnern. Hat das einer schon was gesagt? Ach ja, da haben sie es. Ach so, der Battle Morph und der Chill. Ja, sehr schön, sehr schön. So, da. Ich habe so eine Muffe. Wir rennen erstmal hoch. Hoch war die richtige Entscheidung. Und jetzt rennen wir runter. Oh, oh. Hier geht's weit runter. Okay, Vorteil ist, durch das Wasser kann aktuell noch nichts hier hochkommen. Also es ist selten, dass sie es schaffen, bei der starken Strömung hier hoch zu schwimmen. Cool ist zum Beispiel, wir haben hier Kohle gefunden. Und es scheint mächtig weit runter zu gehen. Gut, vielleicht haben wir Glück und finden dann dort unsere eigenen Redstone-Diamant-Vorkommen. Und dann können wir vielleicht auch unser erstes Nether-Portal basteln, dass wir hier Nether-Quarz kriegen. Und zum Beispiel die ganzen tollen Sachen, die dort in den Kisten sind. Generell Nether-Baustein halt oder Nether-Baumaterialien wären ganz angenehm. Ich glaube, ich bleib mal hier oben. Was sagen jetzt eigentlich meine Hühnchen? Meine Hühnchen sind... Ne, das eine ist immer noch nicht erwachsen. Ja, verdammt. Ja, weil so ganz weiterlaufen tut es ja dann halt doch nicht, die Farm, da wir ja nicht da sind, ne? Wie soll die denn dann weiterlaufen? Weil da müssen wir schon in der Nähe der Farm sein, damit die weiter funktioniert. Ich gucke trotzdem mal unten, wie es aussieht, so Ei-technisch. Was da so passiert ist. Ah, sieht das schön aus hier mit dem... Ja, schön herrlich, wie wir das hier gemacht haben. Sind denn da ein paar Eier drin, ne? Na, sind denn da ein paar Eier? Achso, halt, wenn wir uns hier unten gucken. Zwei Stück, na, die lassen wir noch drin. Das lohnt sich nicht. Ich mach mal hier kurz weiter mit unserem Boden ein. Da muss ich mal erst mal fertig werden. Achso, habe ich ja gar nichts dabei. Haha. Und da. Warum ist jetzt eigentlich hier so dunkel? Ah, diese Kühe. Ey, wie kann man nur so rumtramsen die ganze Zeit, ja? So schwer bist du nun auch nicht. Ich glaube, diese Kühe, die haben echt eine Macke. Komisch, ey. Ist es? Nee, ist es noch nicht dunkel und dann brauche ich uns keine Gedanken machen. Nicht, dass gleich einer meckert so nach der Mutter. Der geht ja gar nicht heuer machen. Nein. Das ist schon alles okay. So, da. Schön ist alles mal. Ich hätte hier Holzboden verlegen. Ich finde das ganz hübsch, ne? Sieht irgendwie mal ganz anders aus. Die Decke. Ja, weiß ich noch nicht. Werde ich vielleicht auch irgendwie aus Stein machen oder ich lasse sie so aus Erde. Bin ich mir jetzt noch nicht so ganz schlüssig. Auf jeden Fall kann das hier mal weg. Viel Kies haben wir dann wieder. Ach du Schande. Habe ich denn überhaupt normalen Stein hier? Ja, nicht viel. Ja, warum auch? Wir haben jetzt eben nur ein bisschen abgebaut, als wir da versucht haben, da unten hinzugeraten. Oder hinzukommen, sollte ich vielleicht eher sagen. Hört sich besser an, ne? Ja, aber mit dem Holzboden, doch, das gefällt mir. So, uhrzeittechnisch, oh ja, das sieht gut aus. Dann können wir gleich in die Haie gehen. Dass wir dann auch danach schnell weitersuchen können nach etwaigen Schätzen, die das da gibt. Ach, das geht nicht, aber hier sollte man...
Sehr schön. Ich habe sogar noch Fackeln gesehen. Nehmen wir auch noch mit, natürlich. So, gucken. Ob alle auch in die Haie gehen oder wie der einzige Trottel sind, der sich jetzt dazu bewegt hat, ins Bett zu gehen. Na? Anscheinend ja. Anscheinend möchte wirklich keiner ins Bettchen. Ist ja komisch. Vielleicht sollten wir schreiben, oder? Bett, Fragezeichen. Was haben wir das letzte Mal immer gemacht, ne? Fällt mir was anderes ein? Aber wahrscheinlich sind die alle in Höhlen unterwegs. Ach, wisst ihr was? Dann machen wir von hier unten aus weiter. Den klöpple ich jetzt einfach weiter an unserem... Ja, jetzt wird's schwierig. Ich kann ja nicht so ohne weiteres versuchen, von hier aus in die Höhle zu kommen. Das ist natürlich jetzt Mist, ne? Ach, was soll denn das? Ach, zu weit gescrollt hier. Wenn ich jetzt versuche... Ich bin gerade mal überlegen. Ich gucke, dass ich hier vielleicht... hier drinnen das schon mache. Ich weiß nicht. Da ist... Die tingeln jetzt hier schon überall lang. Gibt's denn sowas, ey? Was haben die denn vor? Ich glaube es auch nicht, ey. Diese Viecher sind einfach zu mobil. Ja? Voll die Terroristen hier in unserem eigenen Haus. Aber gut, okay, wir haben uns ja selber ausgesucht. Und letztendlich profitieren wir von denen ja auch so ein bisschen. Nur so ein bisschen. Jetzt wird vielleicht das Schaf regelmäßig scheren, dass ich schon mal jetzt anfange, ein bisschen Wolle zu sammeln. Denn wir wissen, Wolle, Mangelprodukt... Definitiv in allen Farbvarianten natürlich Mangelprodukt, nicht nur in der einen oder anderen Sorte. Wo sind denn meine Schafe? Unten im Keller, so wie es sich anhört. Sind garantiert alle hier unten. Hier hinten um die Ecke oder was? Ich sehe jetzt keins. Wo sind die denn? Hier ist auch keins. Hä? Oben kann es auch nicht sein. Und draußen auch nicht. Da hinten sehe ich eins. Okay, hier hinten sehe ich eins. Das braune. Ach, das ist Grauschaf. Ah, sehr schön. Habe ich jetzt die braune wohl aufgenommen? Ja. Wo hat die denn? Ich habe euch gar nicht gesehen. Sehr seltsam. Muss ich mir langsam Gedanken machen, dass ihr hier irgendwie rumschwimmelt in der Weltgeschichte, ohne mir zu helfen. Naja, ich glaube auch, ne? Was nehmen wir jetzt eigentlich hier für einen Bodenbelag? Teppich wollte ich jetzt gerade schon sagen, aber Teppich möchte ich hier garantiert nicht verlegen. Ich weiß es noch nicht. Oh, wurde von... Das ist bitter. Das kommt davon, wenn man sich halt nachts in Höhlen rumtreibt. Ja, ja, ja. Wer ist denn mal ins Bettchen gegangen? Was hat er denn? Hä? Nein? Doch. Sind wir mal... Ja, wo das ist schon wieder fies. Na, das wollen wir nicht. Wir wollen ja nicht fies sein. Oh, ich habe ein ungutes Gefühl, wenn ich das wegschlage. Setzen wir noch weiter hier eine hin und hier. So, ist ja genug. Es wirkt allgemein so düster hier. Sehr komisch. Ja, zumindest lacht er auch. Also ich finde, wenn man Smileys da hinsetzt, dann merkt man auch so von wegen, hey, es ist nicht böse gemeint, ne? Weil ich meine eigentlich nie irgendwas... Okay, das stimmt auch wieder nicht ganz. Nein, das stimmt auch wieder nicht. Ich meine schon manchmal Sachen böse. Aber dann liegt das auch immer... Also die Person sollte das dann auch wissen, dass ich das dann böse meine, weil dann ist die Person selber schuld dran. Also so einfach... So werde ich nie böse sein zu irgendjemandem. Ne? Das 11 Stück reicht mir das denn? Ich hätte gerne in der Küche auch wieder Muster. Also... Oder ich mache Holzboden hier hin. Aber was denn? Danke, sagt er. Weswegen denn danke? Ich habe keine Ahnung. Ja, bitte, bitte, warum auch immer. Wenn ich jetzt... Ich bin gerade überlegen. Außen schwarz. Oh, da muss ich 4 Tintenfischis für töten. Und dann innen weiß. Und dann irgendwie weiß-schwarz kariert. Oh, das sieht garantiert für eine Küche. Sieht das richtig cool aus. Ich mag ja so... sowieso schwarze Küchen oder so, ja, schwarz mit ein paar hellen Aspekten, aber Dunkelheit, ne, finde ich persönlich total geil, wobei halt schwarz ja echt meine Lieblingsfarbe ist. Ja, ich habe, meine Küche ist auch zum Großteil schwarz, ich gebe es zu. Ach ja, es muss einfach sein.
Oh oh, Creepy McCreep, direkt vor unserer Haustür, in unserem Waschbecken, mit einem Zombie. Ja, vielleicht lassen wir was Schönes fallen. Kommt mal her. Na, komm mal her. Na, komm schon, na, komm schon. So, genau, na, komm schon. So, ups. Und jetzt noch einmal draufhauen. Sehr schön. Und irgendwas Interessantes haben fallen lassen? Na, natürlich nicht. Warum auch? Die hätten noch rauskommen können, aber sind sie zum Glück nicht. Ha, Schwein gehabt, würde ich sagen. Hier oben noch irgendwer Garstiges? Hallo, ist hier noch jemand, der irgendwie Stress möchte? Anscheinend nicht. Gut, dann kann es weitergehen. Ich will nämlich da unten gucken. Ich will unbedingt die krass geilen Ressourcen haben. Aber die endkrass geilen, ne? Also nicht nur die krass, richtig krass krass, sondern die endkrass geilen. Achso, hier hätte sowieso keiner hochgekonnt. Siehst du mal an, ne? So, genau, hier ein bisschen Stufen basteln. Ich weiß nicht, ob so eine weise Entscheidung ist, das Wasser da wegzunehmen. Bisher beschützt es uns, ja. Ui, geht's aber tief runter. Oh oh. Kein gutes Gefühl, ehrlich gesagt. Bisher sehe ich da nichts. Das hat immer nichts zu sagen. Nur wenn man nichts sieht, heißt das nicht, dass es nicht da ist. Ja. Richtig. Hier könnte hinter jeder Ecke könnte die tödlichste aller Gefahren lauern. Ja, Schwein im Weltall. Irgendwie so. Oh oh. Dann diese bedrohliche Musik dazu. Da schon Zombie. Da schon Zombie. Hier, nimm das, Zombie. Elendiger. Elendiger Zombie, stirb. Oh, viel Kohle. Da ist viel Kohle. Geil. Wir machen aber erstmal hier weiter. Oh, hier. Schnell das, schnell. Ja, stirb. Oh, da ist noch mehr Spinnen, habe ich gerade gesehen. Hier war doch eben noch eine Spinne. Ich wollte gerade sagen, hier, hallo. Spinne, 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 Spinne. Oh, ich habe gerade so eine Gänsehaut. Weil hier von allen Seiten was kommen kann, ne? Und hier kann jetzt nichts raus. Da ist Creepy McCreep. Ohoho. Verdammte Scheiße. Mist. Mist. Schnell weiter. Schnell weiter, alles abdecken. Okay, von hier kann nichts mehr kommen, sehr schön. Da unten höre ich ein Skelett. Hier ist Eisen zu holen. Wir werden das alles plündern. Ich leuchte es halt bloß, wie gesagt, wie immer aus. Einfach nur zu unserer Sicherheit. Damit mir nichts in den Rücken fällt. Und ich nicht heimtückisch dann so zum Beispiel wie der Chill von der Höhlenspinne erschlagen werde. Denn das möchte ich garantiert nicht. Ich mag es nicht, von irgendjemandem erschlagen zu werden. Nein, 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 das mag ich nicht. Und dafür habe ich ja meine Fackeln. So. Oh oh. Oh, oh, na komm, na komm, na komm. Komm schon. Komm an, wenn du hier Stress willst, komm an. Na komm schon, na komm. So. Achso, wäre vielleicht der ideale Zeitpunkt, neue Fackeln zu machen, wenn ich das gerade mal so sehe. Ich hätte natürlich auch welche mitnehmen können. Ist egal, so, jetzt haben wir auch wieder welche. Versorgen wir uns gleich mal damit. Besseren Aufgang machen, damit ich idealerweise besser fliehen kann. Ja, wegrennen muss. Man muss sich das immer offen halten, ne? Also wenn man hier unterwegs ist, sollte man immer sich die Option offen halten, wegzurennen. So, jetzt bin ich gerade überlegen. Ich muss kurz hier nochmal hoch. Ich will mir kurz in Sicherheit bringen. Ja, hier passt das auch. Sehr schön. Ich glaube, hier kann ich mich halbwegs sicher fühlen. Ich muss meinen Timer stellen. Das habe ich ganz vergessen. Ich hoffe, jetzt kommt nichts, weil ansonsten nehme ich nämlich wieder eine Überlänge auf. Und dann wird es zu krass mit hochladen und hier und bla, die bla, die blub. Da kam so, genau. Wunderbar. Okay, gut. Wollen wir da unten schon mal Sachen weg? Nein, wir werden erstmal hier hinten anfangen. Am Eingang. Fangen wir erstmal an, alles wegzuräubern. Und arbeiten uns von dort aus an die einzelnen Gänge vor, würde ich sagen. Vorher hat das eh keinen Sinn. Also jetzt hier noch großartig weiterzulatschen, möchte ich erstmal noch nicht. Ich will noch nicht so weit weggehen. Achso, jetzt sind wir, glaube ich, schon so weit oben. Genau, hier geht's in die Heimat. Hm. Okay, dann gucken wir jetzt von hier an mal ganz sorgfältig nach links und rechts, ob wir denn irgendwelche Ressourcen wo haben. Ich glaube, die ersten hatten wir dann da vorne. Also hier links die Kohle, klar. Ach, hier Eisen. Sehr schön. Dann
brauche ich nämlich auch noch mehr. Ja, warum auch nicht, ne? Warum sollte man auch irgendwann sagen, so, oh, nö, Eisen brauche ich nicht mehr, nö, da habe ich genug von. Ja, nein, hat man nie, hat man wirklich nie. Juhu, yay, das ist ja noch, das ist noch was. Ah, sehr schön. Dann werde ich mein Loch wieder zumachen, weil das ist definitiv mehr ein Hindernis als alles andere. So lassen wir das auch nicht da, da bin ich dann ganz gründlich. So, da geht's noch weiter. Hier oben war Sackgasse und da unten war, glaube ich, auch Sackgasse, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ich weiß es nicht mehr genau, ich gucke erstmal weiter. Nee, da ging es auch weiter. Aber da hat man noch nicht erkundet. Hm. Und da müsste ich erst so einen Durchbruch halt schaffen für, in der Wand. Aber das möchte ich jetzt noch nicht. Deshalb, wir nehmen erstmal die Kohle mit. Oder vom Level her, Level 34. Oh, ich brauche unbedingt irgendwie Bücher oder so. Na gut, dann würde mir auch nichts bringen. Ich brauche dann erstmal einen Zaubertisch und dafür brauche ich Obsidian. Das heißt, ich brauche Diamanten. Ach Mist, ist wieder das eine mit dem anderen, ne? Aber gut, wir sind ja jetzt gerade auf dem Weg hier unten drin in den Höhlen. Vielleicht finden wir ja dann hier was. Ja, so dass ich dann gleich sagen kann, yeah, ich mache mir keine Diamantspitzhacke, sondern ich mache mir einfach einen Zaubertisch, weil ich kann alles verzaubern. Oi. So. Und noch einmal. Na komm schon. Sehr schön. Ich hoffe, da sind nicht noch mehr davon. Wir haben schon relativ viel Pulver davon. Also wie viele wir schon erschlagen haben mittlerweile. Woho! Und wie viele hier auch rumrennen. Oh oh. Na komm schon, na komm schon. Oh oh. Oh. Ah, verdammt. Hier, nimm das Skelett. Oh. Noch ein Creeper. Nein, geh nicht hoch. Puh, da sind ja noch mehr. Ach du Schande. Wie viele sind denn hier noch? Boah, hier ist mir. Hier, nimm das innerlich garstig grünliches Viech. Ich mag dich nicht. Na. Hier, du auch Spinne. Geh weg. Na komm schon, na komm. Ja, genau, du auch hier. Alle aufs Maul. Da ist noch eine. Ah, das gibt's doch nicht. Weißt du was, jetzt reicht's mir. Ich kleister das Ding jetzt erstmal wieder zu. Denn es ist mir hier zu gefährlich. Ja, das ist zu krass. So, da kann jetzt nichts durch. Sehr schön. Oh, wie heftig ist denn das bitte, ey. Da ist auch eine Spitzhacke hin. Na gut, wir haben noch genug. Boah, krass, oder? Ey, so viele Creeper auf einem Haufen. Yay, und das, wo ich mit den Viechern so gut klarkomme. Wir sind ja Best Homies hier, ne? So Bros for Life und so ein Gedöns, ne? So BFFs. Ah, schon schlecht, wenn man das Wort hört. BFF. Und für dieses ist auch relativ still geworden, ne? Um diese Schickse da. Die war eine Zeit lang mega Mode in allen möglichen Fernsehern und so, war sie zu sehen. Fernsehsendung wollte ich eigentlich sagen. Bei meinem Fernseher war die garantiert nicht zu sehen. Ja, platzt die Röhre. Okay, damals vielleicht noch Röhre. Oder? Ist das schon so lange her? Ich weiß es gar nicht. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, muss ich ehrlich sagen. So Verdrängung dann auch in der Sache wahrscheinlich. Das war einfach so, das Programm war einfach so schlecht damals. Naja. Ja, wer leid gewohnt ist, guckt hier zu. Hm. Hier Treppe ein bisschen angenehmer machen. Ah. Ich setze das sowieso gleich hier wieder vernünftig hin. Oh, da ist nicht so viel Kohle zum Glück. Oder ich will jetzt nicht. Ja, doch, hier ist noch mehr. Oh, wie riesig diese Vorkommen jedes Mal sind, ne? Ziehen sich dann Ewigkeiten weit hin. Dann denkst du so, ah ja, jetzt habe ich's. Und dann geht's leider natürlich weiter. Wir meckern natürlich, weil wir genug Ressourcen finden, das ist natürlich voll schrecklich. Auch dämlich, oder? Ruhe zum Meckern, naja. Schon was futtern. Lebensenergie ist ja auch nicht mehr so die beste. Wir haben ja schon das ein oder andere Gefecht jetzt gerade ausgetragen.
Ich wollte erst Gefecht gefochten sagen, aber das hört sich irgendwie doof an. Könnte ich auch Flechten sagen oder sowas. Genau, haha, von da kann jetzt nichts mehr durchkommen. Und hier ist eine Sackgasse. Oh, das ist ein komischer Raum. Aber nicht, gab es so einen kreisrunden Raum? Ich höre auch was. Seltsam, oder? Das interessiert mich jetzt. Da gehe ich jetzt mal runter hier. Ich höre ja auch was, ne? So ist es ja nicht. Jetzt entferne ich mich davon. Wahrscheinlich ist das direkt hinter irgendeiner dieser Wände. Komisch. Sehr, sehr seltsam, würde ich sagen. Vor allem, wie rund dieser Raum war, oder? Das habe ich ja noch gar nicht gehabt. Also, dass man hier irgendwie unterirdisch mal so eine Halle findet, die relativ rund ist, wo dann manchmal sogar Wasser in der Mitte ist. Ja, aber nicht so. Wir buddeln uns einfach weiter nach unten. Komm, wir machen das jetzt einfach mal. In der Hoffnung, dass wir vielleicht Diamanten finden oder irgendwas oder Redstone oder irgendwas, was wir noch mehr gebrauchen können. Denn ich brauche ja ein bisschen was zum Basteln. Für die ein oder andere Sache, da könnte es ganz hilfreich sein. Eisen, sehr schön. Ja, das ist doch auch schon mal was. Da haben wir ja auch schon viel verbraucht von. Hauptsache, es ist dahinter keine Lava oder so. Aber ich glaube, so tief sind wir jetzt noch nicht. Wir können mal gucken. Wo nee, dann gebe ich ja wieder die Koordinaten preis, weil ich weiß, die der ein oder andere so, oh ja, 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 ich will, obwohl, ach, ist eigentlich geil, ansonsten verbanne ich den halt. So, wir sind bei Y18, dann sind wir bald unten. Oh, keine falsche Taste. Sehr schön, na, dann bleibe ich doch hier. Werde ich ansonsten hier Eisen einschmelzen. Ich höre Lava. Rechts von mir irgendwie. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt, dass ich Lava höre. Halt, wir nehmen vorsichtshalber mal hier einen Eimer in die Hand. Nicht, dass wir verbrennen. Na, wenn hier Lava dahinter ist, könnte es gefährlich sein. Dann heißt es schnell reagieren. Aber wenn da Lava ist, heißt es auch, da könnten Diamanten und Redstone und sowas sein. Ja, sehr schön. Das ist natürlich ideal, ne? Wie lange zieht sich das denn hier noch hin mit dem der Kohle? Jetzt kommt das Höhlengeräusch. Ich höre auch Wasser plätschern. Es ist riesig hier unten anscheinend. Das ist, glaube ich, über uns irgendwie, ne? Müsste hier so sein. Na sicher? Wir gucken mal kurz. Ja, wir schauen doch einfach mal nach. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Ist ja nicht so, dass wir irgendwas vorhaben, ne? Das kann natürlich auch wieder weiterhin über uns sein. Das muss jetzt nicht unbedingt hier sein. Na, hier ist das. Komisch. Na komm, wir buddeln uns erstmal noch weiter nach unten. Bis zum Bedrock, würde ich sagen. Oder entdecken diese Höhle. Mit Smaragden. Ich habe noch nie Smaragde entdeckt. Ach du Scheiße, ist das geil. Boah, geil. Hammer. Da kommt Creepy McCreep. So, das ist jetzt nicht so wild. Das ist zum Glück nichts passiert. Wir sehen's. Puh. Schwein gehabt, würde ich sagen. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier schnell alles ausleuchten. Bevor hier das nächste Unviech ankommt. Und uns dann alles kaputt macht. So, hier, komm, stirb. So, ist mir egal. Hier, komm. Ja, geh da hinten in die Luft. Ist mir jetzt egal. Mach ruhig. Mir scheißegal gerade. Hauptsache, du lässt mein Zeug in Ruhe. Meine Smaragde, die ich gefunden habe. Oh, gut, hier ist sie sicher. Halbwegs zumindest. Ist das geil. Hier ist sogar Gold. Hier ist sogar Gold. Ist das geil. Ja, endlich haben wir Glück. Wir haben die Sachen gefunden, die ich brauche.
Ja, sehr schön. So muss das sein. Da lacht das Zockerherz. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So. Werde ich erstmal hier. Erstmal nehme ich ganz genüsslich das Eisen mit. Ne? Ich quäle uns noch so ein bisschen. Coole Folge, würde ich sagen. Doch, definitiv coole Folge. Puh. Sehr geil. Vielleicht haben wir Glück und finden gleich die ersten Diamanten. Oh, das wäre so toll. Wenn wir eigentlich von der Höhe her genau richtig sind. Ich höre hier auch wieder Lava. Ich glaube, hier ist alles ringsum voll mit Lava. Deshalb hören wir die auch die ganze Zeit. Weil hier so blubber, 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 blubber. Naja, die wird hier wirklich überall sein. So, machen wir das hier dicht. Dass ich nicht nur aus Versehen in die Lava reingetrieben werde. Ah, hier wäre zum Beispiel Obsidian. Ah. Schwierig, wie wollen wir es machen? Wie geht man da jetzt vor? Obsidian kriegen können wir nicht abbauen. Das ist doof. Das ist eigentlich auch schade. Ich hätte gerne Obsidian. Das wäre dann der Zugang zum Nether. Oh, und da gibt es halt, da kann man ja dann richtig schnell aufleveln, ne? Vor allem, ich mag diesen Nether-Brick so gerne, also damit bauen. Und die Festung, bis auf die schwarzen Skelette, also diese Wither-Skelette sind das, glaube ich, ne? Sind die Festungen auch eigentlich okay? Okay, die Lohen, ja, wenn die auf einen garstig werden, dann wird es auch nicht mehr spaßig. Aber, gut, kann man halt, was weiß ich, ist mal halt vorsichtiger, passt das auch. So, und dann bauen wir erstmal jetzt ganz behutsam unseren allerersten Smaragd ab. Das ist echt Premiere, sogar für mich. Wahnsinn, ey. Okay, ist keiner drumherum. Ja, wir haben einen Smaragd. Ich glaub's ja nicht, ey. Ich glaub's nicht. Oh, 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 oh. Das ist jetzt ungut. Ich werde jetzt allerdings nicht nach oben zurückgehen. Gehen, ne? Das ist mir zu weit. Das heißt, wir machen schnell mal hier einen Ofen. Wir sind ja safe, ne? Hier kann ja erstmal nichts passieren. Und dann. Genau, 6 Stück. Da reicht ein Stück Kohle. Kann ich auch ansonsten nämlich mal schon mal vorbereiten hier. Ein paar Fackeln zu machen. So, das hat dann gut vorbereitet dann gleich. Und ich sag mal, 6 Stück, das brennt sich relativ schnell. Ne? Da brauchen wir nicht so lange warten. So, genau, dann können wir auf das alles schnell zugreifen auch. Ich mache, glaube ich, nochmal ein paar mehr Fackeln. Weil ich kenne mich ja, ich bin ja immer so ein bisschen verschwenderischer, was das angeht, ne? Boah, das ist doch okay. Gut, dann bitte einmal einen Satz neues Eisen. Oder neue Eisenblöcke vielmehr. Na, 3 Stück haben wir schon mal. Schon mal eine basteln. Achso, Stöcke wären nicht schlecht, ne? Ja. Ich wusste, irgendwo liegt der Hase begraben. So, falls da unten irgendwas geschrieben hat, ich habe es gar nicht mitbekommen. In dem Fall. Nee, hat noch keiner was geschrieben. Tja, dann halt noch nicht. Genau, so, das letzte Stückchen. Sehr schön. Dann bauen wir die Sachen auch wieder ab. Die nehmen wir mit für den Fall der Fälle. Ha, sowas mag ich, ne? Unterirdisch dann halt die notwendigen Sachen dabei haben, damit man sich schnell selbst versorgen kann. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang mal so gemacht. Dann habe ich mir unten halt so richtig so eine Art Basis Camp eingerichtet, wo ich dann mit Truhe und allem das alles gesichert habe. Nur für den Fall der Fälle, dass man zum Beispiel mal stirbt, weil ich zeitlang oder zeitweise immer so Probleme hatte, dass wenn ich gute Sachen gefunden habe, ich kurz danach draufgegangen bin. Und das ist natürlich echt richtig doof, ne? Dann hast du so geile Sachen gefunden, Diamanten, Redstone und Gold und weißt du nicht alles und dann gehst du drauf. Das ist Kacke. Das mag keiner. Das recht nicht ich. Hier das wieder zurechtsetzen, ne? Haben jetzt hier gewildert bis zum Umfallen. Wo ist das? Ich gehe da mal. Gute Nacht. Gute Nacht, würde ich sagen. Genau, so, gute Nacht. Sehr schön, so. Wir sind ja nett, ne? Das gehört ja hier dazu. Wir sind ja eine kleine Familie bei uns auf dem Server. Jeder kennt jeden, jeder hilft auch jedem. Das finde ich auch echt klasse. So muss das sein. Wenn einer Fragen hat, ihr wisst ja, ne, frag einfach den Ork, der versucht immer mit Rat und Tat dir zur Seite zu stehen. Der Chill ist da zum Beispiel so ein Kollege, der das recht
ich sag mal, ordentlich nutzt, finde ich auch gut, weil dafür bin ich ja auch da, ne? Das biete ich ja auch an, dass ich sage, hey, wenn Fragen sind, haut rein. Das kann ich dann zum Beispiel alles ansonsten in so einer Art kleinem Server-Lexikon festhalten, so nach dem Motto hier, das und das. Weil das ist auch wichtig. Dazu soll das ja mit den Beta-Tests auch dienen. Und wenn er da halt feststellt, so, ja, hier, Mensch, das und das ist nicht ganz klar. Wie zum Beispiel war es mit dem Nether-Portal. Der Chill und der Loki sind jetzt nicht so weit voneinander entfernt. Und dann kam das Problem auf, dass beide, wenn sie durch ein Portal gehen, hier auf der Oberfläche, im Nether durch dasselbe Portal wieder reingehen. Ja. Und aber, ups, da komm schon. Aber halt, wenn sie rausgehen, immer in einem rauskommen. Ja, das liegt halt daran, wenn die Felder, ja, wenn die Portale nicht mehr als 1024 Blöcke auseinander sind, dann wird immer nur ein Portal im Nether generiert. Also ein bisschen, ne, muss man auch wissen. Ich wusste es vorher auch nicht. Weil es für mich eigentlich keine Rolle gespielt hat vorher. Ah. Jetzt muss ich aber gucken, wie ich das hier zukriege. Ah, okay, weil ich will ja meinen Redstone haben, ne? Ich will den ja nicht opfern. Der gehört mir. Oh, da haben wir schon ordentlich 35. Was ich mal mache? Na. Ganz ruhig bleiben, Brauner. Ruhig, ruhig. Ah, gucken, ja, jetzt wegklöppeln. Moment, ich halte uns hier ist bei der Lava in der Nähe. Ja, da hinten ist ein Bleistift. Da könnte was sein. Lass uns da mal hinbuddeln. Aber diesen Lavaseen ist relativ häufig. Doch irgendwas Schönes. Irgendwas Wertvolles. Irgendwas, was man gebrauchen kann. Diamanten zum Bleistift. Also muss ich schon vorsichtig sein hier. Gold. Gold. Ich habe Gold gefunden. Und es ist mein. Jetzt muss ich wieder an das Geschenk beim Schwein denken. Ja, ja. Hatte ich ja schon mal erzählt, ne? Mit Felix. Ja, ja. Lang, lang ist es her. Na, so lang auch nicht. Felix ist ja noch jung. Och, schön. Ich krieg Gold. Noch mehr. Ja, da brauche ich das Zombiefleisch nicht. Genau. Weg damit. Auch eh keiner. Jetzt bin ich gerade überlegen. Wir werden, glaube ich, mal hier kurz das. Genau, es sind zwei Stockduster hier. Das ist auch nicht so schlimm. Dafür kommen wir dann ein bisschen schneller voran. Und wir sehen, hier ist erstmal nichts. Oh, dann ist es auch nicht so wild. Das bisschen Kohle lasse ich da drin. Das ist mir jetzt zu gefährlich. Da habe ich nämlich kein gutes Gefühl bei. Ich habe zwar jetzt das bisschen vom Loki. Von der einen Aktion, aber mir fehlt ja noch so ein bisschen was. Ich brauche noch mehr. Ne? Mehr. Ich brauche immer mehr und mehr und mehr. Oh, hier ist es schön. Hier ist kein Gegner zu sehen, deshalb ist es hier schön. Genau, ja, alles ausleuchten. Dann mache ich hier in der Mitte nochmal was, weil ich mag das immer nicht so. Genau, dann sieht es auch gut aus. Sehr schön, sehr schön. Damit mir das Wasser nicht in die Quere kommt. Genau, deshalb, ach, da habe ich dann das Wasser fließen gehört hier, ne? Weil hier fließt es weg anscheinend. Schade, dass hier keine Diamanten drunter liegen. Echt schade. Das wäre es jetzt noch gewesen, ne? So Diamanten direkt da drunter. Oh, das wäre Hammer gewesen. Oh, aber viel Gold. Oh, gut, okay, das ist erstmal auch nicht schlecht. Weil mit Gold können wir ja auch schon. Also, wie gesagt, wir können dann Gleise bauen. Weil das ist mir ja wichtig, ne? Diese Beschleunigungsstreifen. Mhm. Ja. Doch, ich bin sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Von dieser Höhle, die sich direkt unter uns befunden hat. Ansonsten buddeln wir natürlich gleich noch weiter. Dann bringen wir erstmal das zurück, würde ich sagen. Und buddeln dann noch fleißig weiter nach Diamanten. Denn ich hätte schon gern welche. Obwohl, wir haben bisher jetzt echt Glück gehabt mit allem Krams. Hoch, herrlich. So, das haben wir auch. Und, ja, doch, das ist okay. Kohle wieder mitnehmen. Vielleicht ist ja hier bei der Kohle Diamant. Das ist auch manchmal, ne? So richtig sagen, wo Diamant ist. Man kann nur halt nur eingrenzen, okay, ab der und der Tiefe kommt er auf jeden Fall vor. Oder bis zu der und der Höhe. Wobei ich dann immer empfehle, so tief wie möglich zu gehen und sich dann halt so schachtweise da durchzubuddeln und immer zu gucken.
Ach, der Chill ist gegangen. Hat er sich verabschiedet? Achso, hat sich dann generell auch so, weil gute Nacht und so. Aha, okay. Habe ich gar nicht mitbekommen. Na, wenn man hier so vertieft ist, kriegt man das gar nicht so mit. So teilweise zumindest. Okay. Das war's dann wohl an der Stelle. Sind wir wieder allein auf dem Server. Tja, unser ewiges Schicksal. Wir sind allein auf dem Server. Aber auch nicht so dramatisch. So, habe ich denn überhaupt noch Platz, falls ich jemanden finden sollte? Natürlich nicht. Gut, ich glaube, ich bringe das dann doch erstmal zurück. Jetzt sehe ich natürlich nicht die Uhrzeit. Nee. Ich weiß nicht, ob es dunkel draußen ist oder nicht. Das ist natürlich immer so ein... Halt, warte, das können wir kurz testen. Wenn ich hier Haie machen kann, du kannst nur nachts schlafen. Dann testen wir das zwischendurch immer mal wieder. Einfach nur, um sicher zu gehen, nicht, dass dann doch irgendwas ist. Genau, dann will ich jetzt einfach hier auch... Chill, join the game. Was war los? Komisch, hä? Weil ich wollte gerade sagen, der Chill ist nämlich eigentlich so ein sehr hartnäckiger Hund. Der nutzt das auch ganz fleißig mit dem Server. Finde ich auch richtig gut. Deshalb muss ich sagen, das gefällt mir extremst gut. Denn dazu ist er ja auch da, dass er genutzt wird hier, der Server. Nämlich, dass er brach liegt. Und der testet halt fleißig. Deshalb besonderes Lob da an ihn. Machst du ganz toll. Bin sehr stolz auf dich. Ja, das tut ja auch gut, sowas, ne? So ein bisschen Motivation. Ja, das braucht man auch. Irgendwer hat mein Enid ausgesteckt. echt? Das ist aber nicht nett. Ich höre Skelette. Fragt sie es bloß irgendwo von dahinter? Kann das sein? Wir gucken gleich mal. Geht's da noch hoch? Oh. Verdammte Axt, ey. Das war knapp. Scheiße, verdammte. Ich muss kurz was machen. Ich muss kurz hier irgendwie zusehen, dass ich mich absichere. Genau, ich weiß, es ist jetzt doof. Da ist eigentlich noch was dahinter, aber ich möchte eher, wenn dann nach unten und nicht nach oben. Und ich müsste erst recht nicht, dass irgendwas von oben auf mich rauffällt. Da bin ich noch weniger Fan von als von allem anderen. Auch wenn hier jetzt leider nichts mehr ist. Aber gut, okay, das bisschen Eisen da ist, glaube ich, den Kampf da hinten nicht wert. Ich werde hier auch nochmal mich absichern, dass nichts durchkommt. Das war haarig. Das hätte echt böse ausgehen können, ne? Vor allem die ganzen Creeper hier erstmal. Genau, da ist Lava, sehr schön. Jetzt müssen wir nur gucken, wie hoch ist die Lava. Okay, die Lava ist da. Das heißt, in dem Fall muss ich gucken, dass ich irgendwie drumherum komme. Okay, komme ich hier nicht. Hier gucken. Okay, muss ich noch höher? Also wie hoch ist denn dieser Lavasee? Aha, okay. Ja, sehr schön. Vielleicht haben wir dann hier wieder Glück und finden irgendwas Spannendes, ne? So, schauen wir mal. Vielleicht sind wir dann... Ah gut, okay, wir haben noch einen zweiten. Halt, warte mal, wir können... Habe ich gerade überlegt. Das Ding hier auch reparieren. Genau, dann habe ich nochmal einen Platz mehr. War es nicht irgendwie alles unter 10? Da kommen erst Diamanten. Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, erst ab 10 kommt das, ne? Wenn man 10 hoch ist oder 10 tief. Egal, komm.
Wir werden das noch feststellen. Und buddel mich halt an einer anderen Stelle weiter runter bis zum Bedrock. Ja, ja, ich weiß, hier ist irgendwo eine gammelige Höhle. Und? Was willst du mir damit sagen? Ja, wir setzen das hier mal zu. Sehr schön. Und dann kann mir die Lava nämlich gar nichts mehr, ne? So, weil dann kann ich nämlich doch nicht hier an der Stelle runterbuddeln. Das gefällt mir nämlich irgendwie dann doch ein ganz klein wenig besser. Aber das werden wir morgen machen. Ich würde sagen, in diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zogger.